Moin Leute, grüße euch. Ich bin Taco, herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Tag 4 der Kajaktour mit Alex in Schweden. Erstmal wach werden, Kaffee, dann geht's los. Let's go. Kaffee ans Bett, so muss das sein. Das ist eine gute Frau. So, raus aus den Federn. Alex hat schon Haferflocken fertig gemacht. Der gute Mann. Herrlich, herrlich. Honey, it's done. Honey is done. Hier ist ein Knife. Das gute Wolfgangs Gentle Curve kommt wieder zum Einsatz. Unten die Videobeschreibung auschecken. 10% sparen mit Taco 10. Hier laden die Akkus. Gibt es erstmal Frühstückchen und danach müssen wir ein bisschen was für unseren Rücken tun, weil wir haben beide ein bisschen Rückenschmerzen, zumindest gestern Abend. Es wurde jetzt irgendwie bei mir auch jeden Tag schlimmer. Deswegen muss ich mich gleich auf jeden Fall mal ordentlich durchdehnen und Alex zwinge ich dazu mitzumachen. Es gibt wieder lecker Haferflocken mit Apfel und Honig vom Meisterkoch Alex, auch bekannt als Alak. Alak und Lako. On Tour. Ich säge jetzt hier noch mal ein bisschen Holz. Das ist irgendein Nadelbaum hier. Und wir haben damit gestern das Schwedenfeuer gemacht und Lagerfeuer. Und das hat übelst lange gebrannt. Hier habe ich schon mal ein kleines Stück. Müssen wir noch spalten für den Hovo. Und jetzt säge ich hier noch mal ein etwas längeres Stück fürs Feuer ab. Dann haben wir das auf jeden Fall für heute Abend schon mal safe zum Essen machen. Mittlerweile war schon eine richtige Routine eingekehrt. Aufstehen, Kaffee kochen, frühstücken, das Lager abbauen, aufräumen, das Kajak beladen, die Route checken, die nächste Insel raussuchen und wieder in See stechen. Mein Geist kam nach langer Zeit mal wieder zur Ruhe. Es war gar keine Zeit, am Handy zu hängen und von Social Media beeinflusst zu werden. Dafür umso mehr Zeit, die Gedanken zu ordnen und sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Es gab nur Alex, mich und das Wasser. 5 Tage, die ich nie vergessen werde. Ein unbeschreibliches Erlebnis mit einem der tollsten Menschen, die ich in meinem Leben kennenlernen durfte. Woohoo!
So Leute, wir stechen wieder in den See. Es geht wieder ab. Langsam hat man Übung im Einsteigen und Aussteigen natürlich auch. Erstmal Rückwärtsgang hier, dann die Finne wieder runter. Zack, bumm. Und los geht's. Es wird wieder offener, die Wellen werden wieder höher. Es macht supermäßig Bock. Super geiles Wetter. Das Gleichgewicht halten mit der GoPro im Arm ist auch nicht so einfach. Alex ist da hinten. Ich weiß nicht, ob ihr ihn sehen könnt. Mega krass, ey. Das ist so ein nices Abenteuer. Wenn euch das Video bis hierhin gefällt, haut mir mal auf jeden Fall ein Like rein. Alex, dein Arsch tut weh. Nein, ich bin nicht schuld. Und meine Schultern machen komplett zu. Boah, es ist so anstrengend, ne? Wir paddeln gerade mal, ja, eine Dreiviertelstunde ungefähr. Boah, meine Arme sind schon wieder so kaputt. Ganz schrecklich. Freunde, Titanic voraus. Jetzt kriegt Alex, glaube ich, gleich seine Wellen, die er sich die ganze Zeit gehofft hat. Da kommt die Welle und rein da. Ja. Ja. Holy shit! Das war's aber auch schon. Das war's auch schon. Oh Mann, ey. Ist schon geil, wenn das vorne dann so drauf schwappt. Ja, ja. Ja, alles voll, ey. Alle ziehen an uns vorbei. Das ist wahrscheinlich hier so der Hauptschifffahrtsweg, ne? Da vorne, ich weiß nicht, ob ihr es seht, da irgendwo, da, scheint ein Restaurant zu sein. Und wir wollen uns das Ganze jetzt mal anschauen, vielleicht ein Bierchen zwischen. Aber ja, Alex hat es gerade zu seiner Kamera auch schon gesagt, mal gucken, wie wir da aus dem Boot rauskommen. Hoffentlich werden wir nicht ausgelacht. Ach, und wenn schon, ist ja auch egal, ne? Don't care what they think. Let's go. Wir werden richtig durchgerührt gerade. Links ein Boot vorbei, rechts ein Boot vorbei. Die wollen uns fertig machen. Boah, ist da was los, ey. Wie viele Boote da stehen. Seht ihr es jetzt langsam, Leute, da vorne bei den Fahnen? Da geht richtig die Party ab. Alex hat gerade schon gesagt, wahrscheinlich legt jetzt gleich David Guetta auf. So, wir sind angedockt, haben uns ein Höschen angezogen, aber ich glaube, die werden sich trotzdem gleich nicht so freuen, uns zu sehen. Naja, geht eigentlich, ich stinke gar nicht so. Oh ja, so ein bisschen, ja. Gute Frage, wie wir da jetzt hinkommen. Ich muss auf jeden Fall so dringend pinkeln, ey. Was ist da? Supermarket! Supermarket? Yes, der Alter. Heißt Tempo oder was auch immer. Tempo Supermarkt. Tempo. Hey Leute, was für ein Glück kann man haben. Das ist echt ein Supermarkt. Ja, erstmal zum Supermarkt kommen, ne? Also das ist eine Sackgasse. Hier geht's nicht weiter. Bist du sicher? Ja. Wenn wir außen rum wollen, dann müssen wir wahrscheinlich über das Privatgelände laufen, wenn da überhaupt ein Zugang ist. Okay, wir laufen jetzt hier gerade
über Privatgelände, glaube ich. Und Alex sagt gerade, die dürfen hier auch einfach schießen ohne Vorwarnung. Hoffentlich erschießen sie nur Alex. Bin ich den endlich los? Oder vielleicht verwechsel ich das mit Texas. Mit Texas? Das ist einer selber. Ja. Leute, schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Okay, wir haben es geschafft, glaube ich. Was brauchen wir denn überhaupt? Also ich habe Hunger, wir könnten irgendwas zum Naschen holen. Soll ich mal zwei Bananen reinwerfen? Aber guck mal, es gibt Eier. Ja, Bananen sind auch gut, ja. Kann man hier so 6 Eier mitnehmen noch? Ja. Und hier ist Fleisch, gibt es hier auch Fisch. Wollen wir uns ein bisschen Fisch mitnehmen, falls wir wirklich nichts mehr fangen? Lachsfilet. Torski Grifili. Da kommen wir uns nachher schön Algen Wraps mit Zitrone, Knoblauch. Die haben ja alles hier, Leute. Die haben alles. Die haben alle möglichen Biersorten. Die haben hier Fisch, Gemüse, tiefgefrorenes, Red Bull, Milch, Säfte. Oh, guck mal, allen Spaß. Ich habe hier genau das richtige Essen für Alex gefunden. Hier gibt es sogar Katzenfutter. Eigentlich müsste Alex sich ja nur von sowas ernähren. Die alte, dachlose Katze. So Leute, unglaublich. Gerade 50 Euro ausgegeben für diese Tüte hier. Eine Packung Eier und Brot. Diese komische Garnelenpaste. Mal gucken, ob das schmeckt. Ein paar Stücken Lachs haben wir uns geholt. Da gibt es heute Abend dann schön Wraps mit Lachs, Algen, Zitrone und Knoblauch. Ich glaube, das wird geil. Jo, jetzt erstmal Fressi, Fressi. Krass, ja, sind die alle hier mit ihren Booten unterwegs und gehen da zum Mittagessen. Da war gerade richtig was los. In dem Supermarkt jetzt gar nicht so, aber davor waren noch so riesen Terrassen, wo überall Menschen waren, aber da haben wir jetzt nicht so Bock drauf. Wir sind eher so die Nature Guys. So Leute, wir haben hier mal was gekauft, ey. Stuvning Rekor. Irgendwie Garnelen drauf. Am Ende ist es wirklich Katzenfutter. Das wissen wir ja nicht. Das ist wie so eine Garnelenmayonnaise. Nachdem wir uns gestärkt und unsere Vorräte aufgefüllt hatten, ging es weiter in der prallen Sonne durch die Inseln in Schwedens Bodensee. Ja, wenn die Boote hier vorbeiballern, das ist echt krass. Alex wünscht sich die ganze Zeit hier richtig harten Seegang. Oh boy. Ah, ich weiß nicht, ey. Einerseits wäre es geil, aber dann dieses Anlanden und wieder ins Boot kommen, das ist halt richtig widerlich. Und ich wollte auch noch mal gesagt haben, alles, was ihr hier rund um uns seht, das sind alles Inseln. Wir fahren seit Tagen durch Inseln. Man sieht hier kein Festland, sage ich mal. Alles Inseln hier. Leute, ihr seht es wahrscheinlich gar nicht, aber hier links ist die übelst riesige Villa. Die haben da unten am Wasser nochmal so ein kleines Haus, was so groß ist wie normale Häuser, die hier rumstehen. Mit einer Holzterrasse, die übers Wasser hinausgeht, mit Glaswänden drumherum. Also es ist absolut geisteskrank. Hier sind auf jeden Fall viele Menschen mit ganz viel Geld. Was machst du da? Alex ist am Absaufen da vorne, glaube ich. Der ist da irgendwo aufgelaufen und die Wellen von den vorbeifahrenden Booten schwappen da komplett in seinen Kajak rein.
Voraus ist unsere Insel, die Alex für heute rausgesucht hat. Insel Nummer 4, yes, beziehungsweise Insel Nummer 5 mit der kleinen Insel, wo wir gestern Pause gemacht haben. Aber auf jeden Fall, ja, Insel Nummer 4 als Nachtlager. Ging wieder übelst schnell rum der Tag. Es ist jetzt 16.40 Uhr, um 13 Uhr sind wir, glaube ich, losgepaddelt mit Stopp am Supermarkt. Oh, so viele wunderschöne Häuser hier, das ist unglaublich. Ja, wir suchen jetzt hier irgendwie nach einer geeigneten Stelle zum Anlegen. Hier sieht es nicht ganz so gut aus, ziemlich große Felsbrocken. Am besten ist immer so eine Stelle, die so leicht abflacht. Aber wir schauen noch mal da vorne um die Ecke rum, was uns da erwartet. Wird immer steiler. Wird immer steiler. Ja gut, wenn es nicht anders geht, dann kriegen wir das auch hin, ne? Das wäre auf jeden Fall schon mal wieder ein geiler Spot, um Abend zu essen hier oben auf dem Felsen. Aber wir fahren noch mal ein Stück weiter vorne rum und gucken, wie es da aussieht. Ah, da hinten sieht es doch gar nicht so schlecht aus. Oh yes. Okay, wir haben eine Stelle gefunden, wo es gut aussieht. Ich lasse Alex erstmal andocken. Mal ein Stück weiter. Ja, genau da habe ich auch gedacht. Yes! Okay, Alex ist angedockt. Ich setze jetzt noch mal ein Stück zurück und dann kann ich auch mit Schwung da rein. Now it's my turn. So, das ganze vollgeranzte, vollgeschwitzte Zeug liegt hier erstmal in der Sonne zum Ausdünsten. Der Alex chillt da drüben auf dem Felsen in der Sonne. Und der meinte eben was von einem Baumhaus und einer Feuerstelle. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Alex sagt, das ist ein guter Campingspot. Ah, hier hat echt mal jemand angefangen, ein Baumhaus zu bauen, beziehungsweise, ja, vielleicht ist das auch eingestürzt, weil man sieht da ganz viel Holzreste. Ist auch ziemlich altes Holz. Also ich denke mal, hier war mal ein fettes Baumhaus. Ja, das sieht schon ganz nett aus hier. Ich muss jetzt nochmal gucken, ob ich hier irgendwie eine geile Stelle fürs Zelt finde. Aber ich glaube, hier ist schon ganz geil. Ja, Mann, hier ist eine ebene Stelle. Wieder mit Blick auf den See. Hier werde ich mein Zelt aufbauen. Und Alex kann ja auch direkt hier neben zwischen die beiden Bäume seine Hängematte ballern. Kann gut sein, dass man hier reinspringen kann, ne? Wow. Wow. Nice.
Das ist ja crazy. Dubai. Zieht euch mal rein, was Alak gefunden hat. Alak und Lako. Ich frage mich, wie das hergekommen ist. Das ist so eine kleine Mikroinsel. Ja, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Aber und die können selbst, ja schwimmen, oder? Ja, aber selbst von Insel zu Insel, vom Festland, ist es ja ultra weit weg. Wir sind ja, wir sind 5 Tage unterwegs gewesen, fast. Leute, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber hier ist richtig so ein roter Streifen in dem Holz drin. Das ist auf jeden Fall übelst fettiges Holz. Ich weiß nicht, ob das sogar Kienspan ist, weil Kienspan ist, glaube ich, eher so gelblich. Auf jeden Fall haben wir da richtig nices Holz auf der Insel, wo wir letzte Nacht gepennt haben, gefunden. Das mache ich jetzt hier schon mal ein bisschen klein für den Hovo. So sieht perfektes Brennholz für den Hovo aus. Hier noch ein bisschen was für die Feuerstelle. Das schon mal auch abgehakt. Feinstes, feinstes Material. Ich muss wursten gehen. Die Sonne ist gerade untergegangen und ich mache mich jetzt hier ans Feuer machen und Essen kochen. Der Alex versucht da gerade noch ein Schwedenfeuer zu bauen. Er versucht es. Wir haben hier den Hovo am Start, Holz vorbereitet, hier ein bisschen Birkenrinde. Und wir werden jetzt mal hier mit dem guten Wolfgangs Lupus ein bisschen Feuer machen. Das erste Mal damit. Wir werden hier erstmal ein bisschen die Birkenrinde anrauen. Heute wird es ein Festmahl geben. Es gibt heute frisch gefangenen, panierten Lachs in Wraps mit frisch gepflückten Algen. Dazu gibt es Reis mit Tikka Masala. Wir machen erstmal ein bisschen Mehl rein. Sollte schon reichen. Und hier in den Topf, in die Pfanne eher gesagt, da machen wir jetzt ein Ei rein. Mit ein bisschen Erdnussbutter. Jetzt hauen wir den Lachs hier in diese Ei-Erdnussbutter-Mischung, dann ins Mehl. Richtig schön Mehl voll ballern. Ja, während ich da schon fleißig am Essen vorbereiten bin, der Alak da drüben und ackert sich seit 1,5 Stunden einen ab, um sein um sein kleines Baumstämmchen zu zertrennen. Aber er ist jetzt vorangekommen. Es geht der Sache näher. Ich werde mich jetzt hier weiter ums Essen kümmern. Ich hoffe, das Wasser kocht gleich. Da kommt der Reis rein. Dann werden noch ein bisschen Zwiebeln angeschmort. Ah, das wird köstlich. Neuer GoPro-Akku ist drin. Also hätten wir Alex sein Solarpanel nicht, hätte ich schon ganz alt ausgesehen. Ja, das siedet langsam schon. Können wir da jetzt ein bisschen Reis reinkloppen. Da ist der Fisch. Schön Erdnussbutter. Panade, der Reis da rein. Jetzt mal ein bisschen Zwiebel schneiden. Reis ist fertig. Jetzt werden die Zwiebeln angebraten. Bisschen Knoblauch gleich mit dazu, aber erstmal müssen die Zwiebeln ein bisschen Farbe kriegen. So, Alex, sein Schwedenfeuer räuchert da vor sich hin. Hey, das kommt noch. Wir haben jetzt die Erdnussbutter auf die Wraps gemacht. Jetzt kommt hier noch so ein bisschen Tikka Masala Soße drauf. Vorsicht, dass da die gerösteten Zwiebeln und der Knoblauch nicht runterfällt. Uiuiuiui. Das kommt da auch noch mit drauf. Leider sind die Algen jetzt vertrocknet. Ja, ein richtiges Gourmet-Essen. Chefkoch Taco a la Laco.
So, jetzt hier auf die Wrap kommt jetzt noch ein bisschen geröstete Zwiebel mit Knoblauch. Oh, ich schmelze dahin. Oh, der Lachs sieht gut aus. Mörder! Oh mein Gott. Oh, ich raste aus. Oh, Geschmacksexplosion. Mhm. Ohne Scheiß. So gut hinbekommen. Danke. Wrap mit Lachs in Erdnusspanade. Mhm. Geröstete Zwiebeln mit Knoblauch. Noch ein bisschen Erdnussbutter und Tikka Masala Soße aufs Wrap drauf. Oh, Zitrone oben drüber. Ultra. Oh, ich schmecke Erdnussbutter raus. Kein Witz, auf der Straße würde ich dafür Geld bezahlen. Mhm. Nicht mehr nicht. Nach 3 Tagen nur Nudeln mit ein bisschen Gemüse und Reis mit ein bisschen Soße. Es gab dieser gebratene Fisch mit diesen gerösteten Zwiebeln auf Wrap. Der absolute Geschmacksorgasmus. Auf jeden Fall. So, 2 Wraps mit Lachs. Taco Deluxe sind drin. Jetzt gibt's noch Reis mit Lachs und Masala-Soße. Wir werden so voll gefressen ins Bett gehen, ey. Huhuhu. Alex macht hier noch richtig geile Lichtstimmung. Da kommt der SFX Producer Master in ihm durch für die Special Effects hier am Baum. Lightning Artist. So, zum krönenden Abschluss. Masala mit Erdnussfisch und Reis. Okay, wir essen jetzt und dann geht's auch bald ins Bett. Ich bin komplett geschafft vom Essen. Vielleicht muss ich mich auch noch mal waschen gehen am Wasser. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Alex, sein Schwedenfeuer brennt. Hier vorne am See auf einem Felsen. Ah, das war ein Festmahl. Ich bin so voll gefressen und ich bin komplett zerstochen. Also meine Arme und meine Beine. Ich habe unzählige Mückenstiche. Aber zum Glück hatte ich bis jetzt nur 2 Zecken. Das sieht bei Alex anders aus. Der hatte Unmengen davon. Jo, das war's von Tag 4 unserer Kajaktour in Schweden. Haut mir was in die Kommentare. Lasst ein Like da. Schaut bei Alex vorbei. Ich sag gute Nacht. Haut rein, Leute. Ciao.